Da, mal her. Vielleicht kann der uns eine Tröte oder was hier. Da können wir wieder hier mit der Lupe nochmal reingucken. Vielleicht so ein Candy-Automat. Da hat er dann, hat er wahrscheinlich einen Jeeper bekommen und musste dann unbedingt hier den Candy-Automaten und da zack mit dem Hammer und dann, da ist noch der Teller alles aufgefressen. Wunderbar, alles in mich rein. So. Du. Ha! Kate Walker! Ja, gute. Colonel, findet sich unter all diesen Schätzen vielleicht ein Instrument, mit dem man Vögel anlocken kann? Vogelpfeifen. Verkaufe ich viel zur Jagdzeit. Davon habe ich eine ganze Sammlung. Ich glaube, ich habe, was du brauchst. Wo ist es denn? Hier! Also, ich mag den Colonel. Und jetzt haben wir eine silberne Vogelpfeife erhalten. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Colonel. Eine schwarze. Oh, nichts zu danken. Gern geschehen, Kate. Mal gucken, eine goldene, eine silberne und eine schwarze. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was das mit den Farben auf sich hat. Also wir wissen ja, dass die Merula Alba, dass das eine weiße Amsel ist. Das heißt, wir hatten ja drei Vögel zur Auswahl und die Tatsache, dass Frauen nicht erwünscht sind. Und die Merula Alba war ja eine weiße Amsel. Dann gab es noch das Rotkehlchen. Und dann gab es noch das dritte. Habe ich schon wieder vergessen. Mal gucken. Aber jetzt können wir vielleicht hier mal nur pfeifen. Was du da alles machen musst, dass du geholfen bekommst. Und das sind natürlich tolle Menschen. Da bin ich schon ganz froh, dass ich an das fliegende Spaghetti-Monster glaube. Da ist man dann schon ein bisschen aufgeschlossener, denn jeder Pastafarianer wird einem anderen Pastafarianer oder jemandem, der den Pastafarianer besucht, natürlich grundsätzlich eine Schüssel Spaghetti anbieten. Oder auch andere Formen von gekochten Teigwaren, das ist ja nicht das Problem. So, jetzt aber hier mal weiter, dass wir endlich hier mal mit Hans weiterkommen, beziehungsweise dass ihnen geholfen werden kann. Ich bin auch schon gespannt. Wahrscheinlich müssen wir jetzt die Pfeife mit dem Mönch benutzen. Machen wir mal die. Tatsächlich können wir die jetzt mit dem Mönch benutzen, die silberne. Achtung. Haben Sie das gehört? Die weiße Amsel. Sie antwortet mir. Sie antwortet mir. Ja. Stütz dich nicht in dein Verderben. So, jetzt können wir hier die Kutte. Die weiße Amsel. Ja, Kate verschwindet mal kurz hinterm Stein. Das ist ganz nett. Kommt jetzt als die. Ach, da. Sieht ein bisschen aus wie ein Jedi-Ritter. Ach nee, das war ja hier der imperiale Marsch. Wir wollen ja. Ah, so, und jetzt wird hier mal bitte gezogen. Und wahrscheinlich weiß der Glockenturmmann auch, dass nur ein Mönch unterwegs ist und wird dann bei allen weiteren wieder Wert zeigen. Das ist ein cooler Aufzug. Und gleich mal hier gucken. Nun hoch damit. Das ist ein Riesenkloster. Och, hat er das von Hand gekurbelt? Das ist aber lieb. Guten Tag. Pass bloß auf, dass du nicht den Prager Fenstersturz machst, Kollege. Das wäre ganz schlecht. Da haben wir auch noch so einen Griff zum Ziehen. Was ist denn das? Es fehlt etwas, um das hier zu betätigen. Sind da noch Streichhölzer? Die packen wir uns gleich mal ein. Also hier haben wir so einen Topf. Da können wir auch noch irgendwas. Irgendwo war hier da. Aha, da können wir. Ah ja, da können wir das Wasser zum Aufheizen machen und jetzt. Es fehlt etwas, um das hier zu betätigen. Wahrscheinlich müssen wir hier irgend so eine Dankesschüssel drunter stellen.
Muss man so mal gucken. Also das Wasser haben wir jetzt mal aufgekocht. Das ist so eine Art Suppentopf, wie es aussieht. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Ich finde ja diesen Steampunk-Stil, finde ich ja einfach nur geil. Also wie das hier so aussieht, auch die ganzen Gebäude, die Architektur, einfach nur toll. Sehr schön. So, das hier, das ist ja so trockenes Reisig. Können wir da vielleicht mit den Streichhölzern? Nee. Hab ich jetzt noch keine... Oh, da war da nicht irgendwie... Ne? Ne. Keine Ahnung, da können wir vielleicht später irgendwie mit interagieren. Vorne ist noch ein Mönch. Ja, ist ein Riesenpalast, den die sich da oben hingestellt haben. Na, unten wohnen die Leute in Blechhütten. Oh, das Abendgebet. Hier mal gucken. Da sind zwei, da geht's weiter. Da geht's weiter, da geht's weiter, da kamen wir her. Möchte ich erstmal hier mit den zwei versuchen. Guten Tag. Oh, guten Tag. Weißt du, was der macht? Der scheint irgendeine Suppe zu schlürfen. Na, dann fangen wir mal im Uhrzeigersinn an. Da kamen wir her. Gehen wir erstmal hier gucken. Wahrscheinlich hier in dem höchsten Turm wird der Patriarch sich da niedergelassen haben. Aber da sind ja noch zwei. Und da ist noch so ein Kräutergärtchen. Oh Gott, das ist ja... Also vom Umfang her, ich weiß jetzt nicht, was noch kommt. Wie weit, ob wir wieder wie im ersten Teil verschiedene Städte anreisen oder wie das jetzt hier ist. Und denn ich finde das hier gerade riesig, muss ich wirklich sagen. Also wenn ich daran denke, so die Bibliothek von Kromkrolzgrad war das, glaube ich, ne? Das war im ersten Teil das Ding hier, diese Universitätsstadt. Die war eigentlich das größte Gebiet, glaube ich, im ersten Teil. Und das ist hier, glaube ich, schon um Längen größer. Also bei weitem mehr. Was ist denn hier? Da haben sie einen Durchbruch gemacht. Ach, da holen die den Weihnachtsbaum rein. Oder was? Also wir können hier auf jeden Fall nicht interagieren. Das ist... Ich mache mir da immer Gedanken. Das ist ja nicht nur so zum Zierrad hier, das Loch. Denn... Na, hier ist der Friedhof. Hier werden wohl die ganzen Mönche beerdigt. Da können wir noch was gucken. So ein verwitterter Stein. Was ist das denn? Ja, zieh's doch. Was ist das denn? Ja, das ist Gewächs. Mach das mal mit dem Streichholz. Geht das nicht? Okay, ja, sonst kann man das nicht. Also irgendwer von 1895 bis 1996, 101 Jahre alt. Makea Todonowski. Was ist das denn? Ja, ein Grabstein, Käthe. Okay, da müssen wir auch noch irgendwas mitmachen. Jetzt muss ich mich kurz am Ohr kratzen, dazu den Kopfhörer ab. 10 Sekunden. Ja, das ist furchtbar schlimm, so ein juckendes Ohr. Da weiß er nämlich Bescheid. So. Mal hier gucken. Also hier haben wir noch so einen verwitterten Grabstein. Und vorne in der Schubkarre war, glaube ich, Unkraut-Ex. Und mit dem müssen wir... Wahrscheinlich müssen wir hier die drei Fragen beantworten und können nicht 3x42 als Antwort geben. Da geht's auch noch weiter. Ach du lieber Himmel. Das ist ja richtig riesig. Gucken, was hier ist. Oh Gott. Oh Gott, das sieht mir ein bisschen aus wie eine Bibliothek. Aber wir sind hier oben. Ach du lieber Himmel. Oder noch so ein Kugelmann? Dieser Mönch hat das Schweigegelübde abgelegt. Der sagt nichts. No, no. Schlecht, wenn du so einen fragst, wie viel Uhr es ist. Naja. Schauen wir mal weiter. Aber auch hier alles so liebevoll gezeichnet. Wo sind wir jetzt? Hallo? Käthe? Ach, da unten sind wir jetzt. Wir sind jetzt hier. Ah, okay. Ich würde nie wagen, einen Mönch während seiner Andacht zu stören. Na gut.
Da können wir noch was greifen. Ist das so eine Kordel oder was ich... Sie könnten mich sehen. Sie könnten mich sehen. Ja, macht doch nichts. Also man muss hier irgendwie die Andacht unterbrechen oder wie? Okay, also hier gibt es irgendwas, was wir nehmen müssen, aber die Mönche könnten Kate sehen. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. Sieht aus wie eine Schnur oder sowas. Ich habe das Gefühl, dass wir hier noch ein bisschen länger bleiben. Nach oben können wir nämlich hier auch noch. Dann gehen wir mal hier lang. Es ist ja echt riesengroß. Das ist der Hammer. So, was haben wir hier? Eine echte Mönchsarbeit. Psst. Okay, dann gehen wir mal weiter. Also irgendwie, dass jetzt hier nur so Filler sind, diese Mönche, oder hier ist so eine Kette. Also dieser ganze Kronleuchter, da ist ja noch einer. Ich würde nie wagen, einen Mönch während seiner Andacht zu stören. Der steht am Bücherregal. Tasten gestört. Psst. Wie in der Bibliothek. Schnell weiter. Ah, hier ist Endepeng. Wie es aussieht. Gut. Also hier können wir nichts machen. Sie könnten Kate sehen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwie das Abendgebet initiieren. Wir können auch nicht rennen. Hier in dem Kloster. Und... wahrscheinlich, der andere hat ja von einem Abendgebet gesprochen. Bis dahin muss er mit seiner Wäschewascherei fertig sein. Jetzt hat er sich natürlich den Vögeln hingegeben. Und wird deswegen wahrscheinlich dann... Psst. Und wird dann wahrscheinlich deswegen sowieso vom Patriarchen mal böse in den Hintern getreten. Was haben wir denn hier? Geht's hier in den Gebetszimmer? Ich würde nie wagen, einen Mönch während seiner Andacht zu stören. Du würdest es wahrscheinlich nie wagen, einen Mönch wegen seiner Andacht, bei seiner Andacht zu stören. Man weiß ja nicht, ob der da jetzt drin sitzt. Und das Problem ist, ich bin ja so mit Kirche und Glauben, bin ich ja jetzt nicht wirklich bewandert. Wollen wir mal gucken hier. Also da brauchen wir Unkraut-Ex, um mal den Grabstein freizulegen. Und so, da waren wir, das ist... Also ich sage, es ist riesengroß hier. Das ist ja hammerhart. So. Was haben wir denn hier? Und wenn da einer eine Andacht macht? Nichts zu machen. Abgeschlossen. Ja, was ein Glück, haben wir einen kleinen Schlüssel, der nicht passt. Gut, da müssen wir wahrscheinlich irgendwie rein in den Weinkeller und können dann denen ein bisschen Kurzweil verschaffen. Kurz so alles untersuchen, ist ja wirklich schön gemacht, auch mit der Musik jetzt im Hintergrund. Also da kann ja Siberia, braucht sich da, sag Hallo, ich mal... Hallo, ist da jemand? Psst. Also da braucht sich Siberia wirklich nicht... Wow. Wer bist denn du? Verzeihung. Was? Eine Frau? Das ist strengstens verboten. Was zum Teufel tun Sie hier, Fräulein? Ich heiße Kate Walker und bin Anwältin. Aus New York. Und jetzt muss ich mir kurz eine Tasse Kaffee einschenken. Ich habe mich entschlossen, während meinen Let's Plays auch Kaffee zu trinken, wieder. Das finde ich nämlich ganz gut so. So, Kate. Entschuldigen Sie bitte. Ich musste Sie unbedingt sprechen. Ihre Mönche wollten mich nicht eintreten lassen. Fräulein Walker, wir wünschen in diesem Ort der klösterlichen Einkehr keine weibliche Gegenwart. Das ist sehr unangenehm. Sie können nicht lange bleiben. Das möchten wir auch gar nicht. Verzeihen Sie bitte meine etwas ungewöhnliche Art, zu Ihnen vorzudringen, Pater. Aber mein Anliegen ist lauter, müssen Sie wissen. Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, meine Tochter.
und hier ruht der Blick des Allmächtigen auf ihnen. Und vom Allmächtigen sind ja alle Menschen, glaube ich, gleich. Mein Freund ist schwer krank. Und im Dorf heißt es... Wir müssen die Prüfung, die der Herr uns auferlegt, hinnehmen, mein Kind. Es ist ja auch immer so, ich möchte ja keine Blasphemie betreiben und auch generell, ich denke, es gibt diverse Themen, die in einem Let's Play nichts verloren haben. Das eine Thema ist Glauben und das zweite Thema ist Politik. Das finde ich nicht gut im Let's Play, allerdings da muss man mal sagen, was so typisch kirchlich ist, wenn was Positives passiert, ist ein Wunder geschehen und beim was Negativen sind dann immer die Wege des Herrn, sind immer unergründlich. Ah, das ist gut. Mein Freund heißt Hans Vorarlberg. Sein ganzes Leben lang hat er unvorstellbare Maschinen gebaut. Automaten, die seinen Mitmenschen die Arbeit erleichtern oder sie unterhalten. Er ist ein großer Erfinder. Ein Erfinder also. Diese Menschen wären oft besser beraten, vor der Schöpfung des Herrn etwas mehr Demut zu zeigen. Ich habe zumindest das Gefühl, wir sollten ihm nichts von Oscar erzählen, denn der Gott hat den Menschen geschaffen und jetzt hat Hans Vorarlberg ja Oscar geschaffen und dann würde er sich ja dem Gott gleichsetzen, das wollen wir ja nicht sagen. Ich möchte die Hilfe des heilgelehrten Mönches dieses Klosters erbitten. Meinem Freund geht es sehr schlecht. Er ist sehr alt. Ein ermüdeter Körper verweigert manchmal jede Heilung. Deshalb heilen wir auch die Seelen. Woran leidet Ihr Freund? An hohem Fieber. Es begann mit einer Art Anfall. Er ist gestürzt. Manchmal müssen wir das Unausweichliche, das nahende Ende hinnehmen. Nichts wird hingenommen. Du wirst den lieben Hans bitte heilen. Sie verstehen nicht. Hans mag alt und krank sein, aber er hat nur einen einzigen Wunsch, seine Reise fortzusetzen. Wir müssen uns dem Schicksal fügen, so lautet der Wille Gottes. Aber mein Freund muss behandelt werden und Sie sind der Einzige in dieser Gegend, der dazu imstande ist. Ohne einen Wink des Allmächtigen kann selbst ich nichts für Ihren Freund tun. Ich bedauere, Fräulein Walker. Oh, wir müssen also irgendwie jetzt einen Wink des Allmächtigen heraufbeschwören. Ich bin wirklich auf Ihre Hilfe angewiesen, Pater. Sie sind unsere letzte Hoffnung. Meine Tochter, ich widme mich nur den äußerst schlimmen Fällen. Aber Pater, der hier ist sehr schlimm. Es gibt eine Regel, Fräulein Walker. Halten Sie sich daran. Sie bringen mir das Abbild des Leidens Ihres Freundes und... Ich weiß, wovon Sie sprechen. Ich habe das Schweißtuch dabei. Dann zeigen Sie es mir, mein Kind. Schon gut, wir holen Ihren Freund. Oh.